mit der legendären White Bus und Yukon Railway ist ein absolutes Muss, wenn man nach Skagway kommt. Am 28. Mai 1898 begann man mit dem Bau dieser Strecke, die Skagway in Alaska mit Whitehorse in Kanada verbinden sollte. Ziel dieser Strecke war es, die immensen Verluste an Menschen und Material überflüssig zu machen, die der 50 Kilometer lange Aufstieg zum Chilkoot-Pass forderte. Es war eine haarsträubende Herausforderung. Die Strecke musste von Skagway bis zum White Pass einen Höhenunterschied von 860 Meter überwinden. Zum Teil mit 3,9% Steigung. Mit Pickel und Schwarzpulver arbeitete man sich durch das unwegsame Gelände. Schwere Schneefälle und Temperaturen von minus 50 Grad erschwerten das Unternehmen. Dazu kam, dass jedes Gerücht über neue Goldfunde am Klondike die Arbeiter massenweise dazu veranlasste, in den Yukon aufzubrechen. Doch trotz aller Widrigkeiten wurde die Eisenbahnlinie am 29. Juli 1900 fertiggestellt. 1982 schlossen die wichtigsten Minen in Yukon und die Bahn stellte ihren Dienst ein. Doch der ständig wachsende Sommertourismus war der Grund zur Wiedereröffnung der Bahnstrecke 1988. Heute ist sie eine der letzten Schmalspurbahnen in Nordamerika. There's a train that's rolling down the rails. Fast frontier towns turned upside down, long forgotten trails. Through the forests on a northern quest, riding on the White Pass Express. And the ghosts of ancient miners in search.